So, wir wollen aufstehen und zusammen beten. Jesus, wir sagen dir Danke für diesen wunderbaren Tag. Hier ist ein Ort der Begegnung Gottes, ein Gottesdienst, wo wir Gott dienen, Gottesdienst. Und wir danken dir, Jesus, dass wir dich groß machen dürfen und wir sprechen aus, dass heute Lebenslügen niedergerissen werden und dass deine Wahrheit heute aufgebaut wird, in Jesu Namen. Danke, Jesus, hier ist ein Ort der Begegnung Gottes, hier ist ein Ort der Wahrheit und ein Ort der Durchbruch und der Heilung. Und wir beten, dass heute Traumata abgelegt werden und wir nach vorne gehen und sagen, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden, in Jesu Namen. Bleib mal kurz stehen, ich sehe, dass Leute hier sind mit Traumata, mit alten Schmerzen, die dich schon jahrelang verfolgen und du hast Glauben, dass Gott dich heute freisetzt. Und dass du zurückschauen wirst und sagst, ab dem heutigen Tag ist es geschehen. Und du sagst am Ende, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn es dich betrifft, heb mal kurz die Hand. Wenn du Glauben hast, dass es Gott dir heute macht. Sehr gut, leg mal deine Hand auf dein Herz. Jesus, wir beten jetzt für alle, die die Hände gehoben haben, dass diese alten Dinge jetzt ein Ende haben in Jesu Namen. Wir brechen diese Traumata ab in Jesu Namen. Alles, was da Altes dranhängt, alles, was unlösbar ist. Ich sehe unlösbare Situationen und Jesus kommt jetzt mit einem himmlischen Schlüssel und dieser Schlüssel ist dein Glaube. Und er kommt und er macht es auf und er nimmt diesen Rucksack ab und er sagt zu dir, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Und wir nehmen diesen Rucksack jetzt ab. Wir nehmen diesen Traumata jetzt ab in dem Namen des Herrn. Und wir sprechen aus, es steht geschrieben. Du wirst leben und die Werke des Herrn verkündigen in Jesu Namen. Und ich danke dir, Jesus, dass das Alte ist vergangen und Neues ist geworden ab dem heutigen Tag. Wir nehmen es in Anspruch in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Sag mal deinem Nachbar, du bist frei und du bleibst frei. So schön, dass du hier im Raum bist. Ganz, ganz viele neue Leute sind hier. Wer von euch ist über 100 Kilometer angefahren bis hierher? Wer über 200? Okay, wer über 300? Überwinder, ihr seid Überwinder. Herzlich willkommen alle, die ganz, ganz weit her sind. Richtig, richtig, richtig schön. Schön, dass du auch dabei bist, auch online. Ja, ganz viele Nationen sind ja immer dabei. Die Österreicher darf ich nicht vergessen. Ja, da war ich letzte Woche. Die Schweizer darf ich nicht vergessen. Die Deutschen darf ich nicht vergessen, genau. Meine Verwandten aus Kanada darf ich nicht vergessen, die auch immer jetzt einschalten. Genau, die Kroaten, die dabei sind. Wir begrüßen jeden Einzelnen und die natürlich auch Südtirol. Die haben mich schon ein paar Mal ermahnt. Ich darf den nicht vergessen. Genau. Herzlich willkommen für alle, die dabei sind. Richtig, richtig schön. Heute ist das Thema Gemeinde hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen. Im Laufe meines Lebens habe ich viele, viele Gemeinden gesehen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die von Gemeinde enttäuscht wurden, die von Gemeinde verletzt wurden, die aus irgendwelchen Hauskreisbewegungen kommen, die aus Kleingruppenbewegungen kommen, die aus Hauskirchenbewegungen kommen, die aus Megachurches kommen, die aus irgendwelchen kleinen Treffen kommen. Leuten, die aus Sekten rausgekommen sind, Leuten, die gut begonnen haben und zu Sekten wurden. Leuten, die Leidenschaftsmissbrauch erlebt haben. Leute, die, da gibt es so viel. Und Leute, wo Gemeinde den Rücken gekehrt haben und gesagt haben, in so einen Club gehe ich nie wieder. Und viele kommen zu uns, so ich würde sagen, Abgeschossene im Reich Gottes. Abgeschossene oder von anderen Schafen abgebissene, ja, Schafsbisse. Und die verletzt sind von Gemeinde. Nicht deswegen, weil Gemeinde schlecht ist, sondern weil sie kein Verständnis haben, was ist überhaupt Gemeinde. Und haben abgeschlossen mit dieser Geschichte und gesagt, ich diene dem Herrn alleine. Viele, die einschalten und sagen, hey, die Predigt höre ich mir an, die ist gut. Aber mit diesen Leuten auf dem Erde, diese Bodenpersonal Gottes, mit denen will ich nichts zu tun haben. Leute, die einfach abgeschlossen haben und ein so großes Paket an Segen
verloren gehen, weil sie das nicht bekommen, was Jesus durch sein Blut geboren hat, und das ist die Gemeinde. Er hat eine Verheißung auf die Gemeinde gesetzt und hat gesagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Das hat er gesagt, und Menschen, wenn sie aber das Wort Gemeinde hören, dann kommt ein Schmerz in ihr Herz hoch und sie erinnern sich nur noch an diese schlechten Begegnungen, was da alles geschehen ist. Mit wie vielen Leuten habe ich schon gebetet, die mit Tränen Buße getan haben und ihrem Pastor vergeben haben. Ich lade dich ein, dass wir mal heute hinter die Kulissen schauen. Ich bin davon überzeugt, Gemeinde ist nicht das, was du denkst, was Gemeinde ist. Nicht das, was du erlebt hast, was Gemeinde ist. Gemeinde ist das, was Gott sagt, was Gemeinde ist. Und ich lade dich ein, dass du diese Predigt heute dazu benutzt, dass dein Denken verändert wird. Lass uns mal hinter die Kulissen schauen. Hinter dem, was du bis jetzt gesehen hast. Hinter dem, was du bis jetzt erlebt hast. Hinter dem, was du bisher gesagt bekommen hast. Hinter dem, was bisher schon geschehen ist in deinem Leben. Lass uns mal alle deine Vorstellungen ablegen und nur Gottes Vorstellung annehmen. Sind wir bereit dafür? Das wollen wir tun. Gemeinde hinter den Kulissen. Aber wie kommen wir zu der richtigen Sichtweise der Gemeinde? Die Antwort ist ganz einfach. Sie steht im Wort Gottes. Lass uns mal das lesen und nicht vergleichen mit dem, was wir bisher haben, sondern das Lesen und die Gemeinde mal anschauen, wie wenn es zum ersten Mal, wie wenn du noch nie eine Gemeinde gesehen hättest. So wollen wir jetzt gleich mal lesen, wie Gott selber die Gemeinde sieht. Und ich lade dich ein, wenn irgendwas dich stört, dass du das eigene wegnimmst und Gottes Ding hineinnimmst. Ich glaube, dass heute eine gute Operation geschieht in deinem Herzen, in dem das Lebenslügen rauskommt und Wahrheit hineinkommt. Bist du bereit? Bisschen mehr Freude. Bist du bereit? Halleluja. Apostel Paulus malt ein Bild von Gemeinde. Was steckt hinter den Kulissen? Was steckt hinter dem Lobpreis? Was steckt hinter der Predigt? Was steckt hinter dem ganzen System der Gemeinde? Was ist denn wirklich überhaupt Gemeinde? Und Paulus ermahnt den Timotheus und malt ein Bild von Gemeinde. Und wir lesen, und der erste Punkt, bevor wir lesen, ist der Punkt der Fürbitte. Fürbitte. Wir wollen hineingehen in den Punkt der Fürbitte. Und das steht in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebeten, Fürbitte, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das ist gut und angenehm für unseren Gottretter. Und dann Vers 4. Welcher will, dass, wie viele? Alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nochmal zurück zu Vers 1. Paulus kommt hier und malt ein Bild von der Gemeinde. Und er sagt nicht nur, es ist eine schöne Empfehlung, er sagt, ich ermahne euch. Eine Gemeinde ist eine Gemeinde, die sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Gemeinden, die sich auf Randthemen konzentrieren, stürzen ab. Gemeinde, die sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert, ist eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Und hier ermahnt Paulus und sagt, eine biblische gute Gemeinde ist eine Gemeinde, die Fürbitte tut. Eine starke Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Und die sollen vor allen Dingen, also nicht nach allen Dingen, vor allen Dingen, bevor alles andere kommt, gibt es eins zu tun für eine biblische Gemeinde nach dem Herzen Gottes, nämlich dass Flehen, Gebeten und Fürbitte und Danksagung getan werden. Für wie viele Menschen? Für alle. Hier steht nicht drin, nur für die Ukrainer, obwohl wir für die Ukrainer beten. Hier steht nicht drin, nur für Israel, obwohl wir für Israel beten. Hier steht nicht nur drin, nicht nur für die Deutschen und Österreicher und Schweizer und Liechtenstein und, ja, nicht nur für die alle, obwohl wir für sie auch beten. Es geht um alle. Lass uns als Gemeinde zum Zentrum kommen, in dem wir beten für alle Menschen. Warum? Und
für alle Menschen und für Könige und alle, die in Hoheit sind. Das heißt, starke Gemeinden sind Gemeinden, die für ihre Regierung beten. Wackelnde Gemeinden sind Gemeinden, die über ihre Regierung schimpfen. Starke Gemeinden sind Gemeinden, die flehen, Gebete, Fürbitte und Danksagungen tun, auch für die Könige und die Regierung. Wir sind dankbar für die Regierung, die wir haben. Unsere Aufgabe ist, wir sind die einzige Gruppe, unsere Aufgabe ist, dass wir richtig regieren, nämlich in der geistlichen Welt. Da, wo die Regierung des Landes nicht hinkommt, kann die Regierung der Königskinder Gottes hineinkommen. Und wir können dort an den Ort der Entscheidungen Veränderung bringen, indem dass wir im Gebet das Ruder umreißen für alle, die in Hoheit sind. Warum? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Wer von euch möchte ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit? Nach Corona, ja, nach dem Krieg, ja, nach dem ganzen Zeug, was wir jetzt erleben, die letzten Jahre. Richtig krass eigentlich, wie viel jetzt schon geschehen ist die letzten Jahre. Wir wollen wieder in Ehrbarkeit, in Ruhe, Gottesfurcht, Gottesdienste feiern. Aber an wen hängt das? Nicht an der Regierung, es hängt an uns, an der Gemeinde. Deswegen ermahnt Paulus uns und sagt, vor allen Dingen, was für einen Job haben wir? Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagungen tun für alle Menschen, für die Regierung, damit wir in Gottesfurcht und Ehrbarkeit leben können. Dann Vers 4, warum ist es wichtig? Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Auch deine Schwiegermutter. Auch dein Nachbar, auch dein Kollege, der dich nervt, auch jeden in deinem Geschäft. Gott will, dass wie viele? Alle Menschen gerettet werden. Wie ist es möglich? Es beginnt mit einer Gemeinde, die betet. Eine betende Gemeinde ist eine starke Gemeinde. Sobald das Gebet in einer Gemeinde aufhört, sind die Altäre in der geistlichen Welt kaputt und die Satanisten können einfach reinkommen. Wenn die Gebete aber hochgeholt werden, hochgehoben werden, ist die geistliche Stärke einer Gemeinde gerettet. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gebet etwas Wichtiges ist. Wir laden euch ein, Mittwochmorgens Frühgebet, Papa, machst du schon seit vielen Jahren, gell? Mittwochabend haben wir Abendgebet. Dann haben wir auch online Zoom jeden Morgen um. Ralf, 6 Uhr kannst du einschalten, musst nicht überall kommen, kannst du direkt einschalten per Zoom. Ich lade dich ein, dass du dir Zeit nimmst zum Gebet. Nicht nur nebenbei, sondern verstehst, dass es eine Aufgabe ist, eine Ermahnung Gottes vor allen Dingen. Nicht nach allen Dingen, davor. Und das ist sehr, sehr wichtig. Eine Gemeinde, die betet, ist eine starke Gemeinde. Mein Vater sagt immer, eine Familie, die betet, die bleibt zusammen. Bitte bete in der Ehe, mit den Kindern, in der Familie, in der Gemeinde. Gebet hat eine Kraft. Lass uns eine betende Gemeinde sein. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Verhalten von Männern und Frauen in der Gemeinde. Halleluja. Seid ihr bereit? Also es gibt im Timotheusbrief Kapitel 2 genau ein Vers für die Männer und 4 Verse für die Frauen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so im Ungleichgewicht ist, aber lasst uns das mal anhören. Was steht da? 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 8. Wie sieht eine Gemeinde aus? Eine Gemeinde besteht aus Männern und Frauen. Gott hat sich entschieden, wer Mann ist, und Gott hat sich entschieden, wer Frau ist. Gut. Ich wiederhole nochmal. Eine Gemeinde besteht aus Männern und Frauen. Also, dass wir sowas erklären müssen, aber gut. Gut. Und da gibt er Anweisungen für Männer und Frauen. Und er spricht zu den neutestamentlichen Männern des neuen Bundes einer neutestamentlichen Gemeinde, was die machen. 4 Eigenschaften, die hier drin stehen. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Jetzt sind wir schon wieder beim Beten.
können wir nicht Häuser bauen oder irgendwie mit dem Bagger rumfahren oder irgendwas? Hast du mal was rausreißen? Ersten Punkt beten, zweiten Punkt beten, ja. Also, ich will nun, dass die Männer beten. Alle Frauen sagen Amen. Amen. Halleluja. Genau. Also, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Und, geht noch cooler, indem sie heilige Hände aufheben. Liebe Männer, hebt mal eure Hände. Das sind heilige Hände, wisst ihr das? Heilige Hände. Diese Hände von uns Männern haben zwei Eigenschaften. Sie können heilige Hände sein oder unheilige Hände. Du kannst mit diesen Händen Steuern hinterziehen. Du kannst mit diesen Händen klauen. Du kannst mit diesen Händen schlagen. Du kannst mit diesen Händen unheilige Dinge tun. Oder du kannst deine Hände benutzen und deine heiligen Hände auf Kranke legen und Kranke werden gesund. Du kannst mit diesen Händen Gutes tun. Du kannst mit diesen Händen wirken für das Reich Gottes und du kannst diese heiligen Hände aufheben im Gebet. Neutestamentliche Gemeinden sind Gemeinden, in denen Männer ihre Hände heben zum Gebet. Nicht nur die Hände, sondern heilige Hände heben zum Gebet. Die vorher heilig waren, weil sie heilige Werke tun. Die Frauen sagen jetzt Amen. Lasst uns neutestamentliche Gemeinde sein, hinter den Kulissen. Was bedeutet es? Unsere Hände der Männer werden gehoben für den einen, der uns alles gegeben hat. Das ist Jesus Christus. Dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben. Jetzt geht es noch weiter. Ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Also 4 Punkte. Beten, heilige Hände, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Liebe Männer, bitte kein Zorn. Werde nicht zornig. Lege dein Zorn ab. Manche sagen, ich kann aber nicht anders. Das ist eine Lüge, die wir ab heute beerdigen. Denn das Wort Gottes sagt, wenn du im Geist wandelst, wirst du die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Zornausbrüche sind Wirkungen des Fleisches, die rauskommen, wenn du gereizt wirst. Wenn du im Geist wandelst, wirst du diese Dinge nicht mehr erfüllen, nicht mehr tun. Die neutestamentliche Gemeinde besteht aus Männern, die beten, heilige Hände heben und ohne Zorn. Sondern die ihren Zorn im Zaum haben oder unter Kontrolle von Jesus Christus haben. Und ohne zweifelnde Überlegungen. Wir Männer sind dazu prädestiniert, alles verstehen zu müssen. Wir müssen es nicht. Wir müssen aber glauben. Ich lade dich ein, auch wenn du nicht verstehst, versuch nicht immer alles zu verstehen. Versuch nicht immer alles zu begreifen und dann fang nicht an mit irgendwelchen zweifelnden Überlegungen. Ja, man muss das ja auch so sehen und auch so sehen und auch so sehen und plötzlich zück, ist die ganze Kraft weg. Lass uns bitte eine neutestamentliche Gemeinde sein, wo Männer beten, mit heiligen Händen diese hochheben, ohne Zorn und ohne zweifelnde Überlegungen. Vor vielen Jahren haben wir mal Gäste hier im Raum gehabt zur Gebetsstunde. Und diese Gäste kommen aus der Baptistengemeinde und die kamen danach zu mir und sagen, Daniel, ich bin voll begeistert von eurer Gemeinde. Sag ich, ja, warum? Ihr habt Männer, die beten. Und die meinen das auch noch ernst. Ich habe gar nicht kapiert, was sie wollen. Weil für mich ist das ja normal. Aber das ist nicht normal in Deutschland. Lasst uns einen Unterschied machen, dass Gemeinde bekannt wird für Männer, die beten, heilige Hände heben, ohne Zorn und ohne zweifelnde Überlegungen. Amen. Amen. Halleluja. Dann kommen wir zu den Frauen. Seid ihr bereit? Sie lachen schon. Also gibt es 4 Verse, nicht nur 1 Vers, ja? 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 9 bis 13, ebenso auch die Frauen, sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken.
Nicht mit Haarflechten und Gold und Perlen und kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen entspricht, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Jetzt wird's ruhig. Durch gute Werke. Ich sage jetzt nicht, dass die Männer jetzt Amen sagen. Andersrum durftet ihr Frauen Amen sagen bei den Männern. Jetzt halten wir uns zurück. Vers 11. Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Vers 12. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren und nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille hält. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Wo wir jetzt gerade hier sind, ist sehr wackeliger Boden. Sehr wackeliger Boden, ja? Halleluja. Schauen wir uns das mal an. Vers 9 nochmal. Ebenso auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit zu schmücken und nicht mit Haarflechten, Gold, Perlen, kostbarer Kleidung. Es gibt also zwei Gruppen von Frauen, wie sie sich schmücken. Die einen mit Haarflechten, Gold, Perlen, kostbare Kleidung, so schmücken die sich, das ist die eine Gruppe. Die anderen sind geschmückt mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit. Das sind jetzt nicht so die bekanntesten Worte im deutschen Sprachgebrauch. Neue Genfer Übersetzung sagt hier Zurückhaltung und Verantwortungsbewusstsein. Das ist die eine Art von Schmuck, die Gott will. Und das die andere ist das mit Gold, Perlen, kostbare Kleidung, Haarflechten und so weiter. Ich lade dich ein, sei eine Frau, die geschmückt ist für den Herrn. Mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit, mit Verantwortungsbewusstsein. Dass wenn du etwas zusagst, verantwortungsbewusst bist und es auch tust, was du sagst. Das ist ein Schmuck, der schöner ist, wie alles am Körper dran. Laut Bibel. Sondern, Vers 10, mit dem, was Frauen entspricht, sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Es gibt einen Schmuck, der ist so schön, laut Bibel, nämlich die guten Werke einer Frau. Das ist ein Schmuck, eine Schönheit, die größer ist, laut Bibel, als Gold, Perlen, kostbare Kleidung oder Haarflechten. Jetzt kommt dieser Vers, der umstritten ist. Bis jetzt haben wir es kapiert, aber jetzt kommt der umstrittene Vers. Eine Frau lerne aber in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube einer Frau nicht zu lernen und nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille hält. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Wo wir hier sind, ist eine ziemlich wackelige Stelle. Hat ganz viel mit unserer Kultur zu tun, ganz viel mit dem, wo Leute jetzt pochen, was wird der Daniel dazu sagen? Ganz viel mit der Kultur zu tun, ganz viel mit dem zu tun, deine Prägung zu tun, mit Gleichberechtigung und so weiter, das ganze Ding. Ich möchte auch nicht eine neue Lehre aufbauen. Wenn du im Internet reinguckst und dann gibt es ganz viele Predigten über, dürfen Frauen predigen, dürfen sie lehren und so weiter, könnt ihr gerne reinschauen. Ich verweise an dieser Stelle auf einen Mann, der das ganz gut eigentlich erklärt, der auch viel Zeit da reintut, und zwar der Waldemar Justus. Hiermit tue ich ihn mal erwähnen. Ich habe dich schon mal erwähnt, in irgendeinem zitiert. Jetzt kriegst du noch mehr Klicks, ja. Genau. Beim Handout habe ich auch eine Predigt von ihm verlinkt. Das Handout zu seiner Predigt. Könnt ihr mal draufgehen. Da erklärt er das ziemlich gut. Ich möchte Ihnen mal zeigen, was er erklärt. Heute Nachmittag habe ich mich mit meinem Papa unterhalten. Wie versuchen wir das zu erklären in der Bibel, Papa? Wie machen wir das mit dieser Stelle? Und er sagt, ja, Daniel, weißt du, das ist eine Sache zum Lösen von Konflikten. Der Grundgedanke ist aber das Prinzip der Liebe. Der Grundgedanke ist nach Galater 3 weder Mann noch Frau, weder Grieche noch Jude. Ja? Wir sind eins in Christus. Wenn wir aber rausgehen aus dem Grundgedanken und Konflikte lösen müssen, sind wir auf dieser Stelle hier. Lasst uns aber nicht eine Konfliktlösungsgemeinde werden. Lasst uns einander höher achten wie uns selber. Lasst uns in der Liebe bleiben. Lasst uns eine Gemeinde sein, die nicht rumpiekst aufeinander, sondern eine Gemeinde, die im Neutestamentlichen steht und Gott erhebt. Das ist so, so wichtig. Und nicht, dass wir auf ein Problem gehen müssen hier, wie wir Probleme lösen. Aber der Waldemar Justus geht auf folgenden Gedanken ein. Nämlich dieser letzte Satz hier.
Zuerst wurde Adam gebildet und danach Eva. Er erklärt folgenden Punkt. Es geht bei dieser Stelle um die Verantwortung der Lehre, also wer die Lehre verantwortet in einer Gemeinde. Und hier steht es eben in 1. Mose 1, Vers 27, sehen wir deutlich, dass es eine Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau gibt. Denn Mann und Frau wurde geschaffen, beide repräsentieren gleichmäßig das Ebenbild Gottes und beide haben von Gott nach Vers 28, haben sie den Auftrag bekommen, über die Erde zu herrschen. Dennoch wurde der Mann, hat der Mann die erste geistliche Verantwortung bekommen. Das lesen wir in 1. Mose 2, 16 bis 18. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, von dem du davon isst, musst du sterben. Und der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also wir sehen hier, zuerst kam die Verantwortung, zuerst kam das Gebot, danach kam die Frau. Ja? Der Mann hat die Verantwortung bekommen, nicht vom Baum zu essen. Danach erst wurde eben die Frau geschaffen. Und obwohl Eva schlussendlich vom Baum aß und dem Mann ebenfalls dazu verführte, wurde nicht Eva, sondern Adam von Gott zur Verantwortung gezogen. Es geht also nicht um die hier bei dieser Stelle um die letztendliche Verantwortung der Lehre. Lehre in der Verantwortung und mit Autorität über die Gemeinde. Was ich hiermit erklären will, lass uns in der Liebe bleiben zusammen. Nach Galater 3, weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, weder Freier noch Sklave, wir sind eins in Christus Jesus. Lass uns nicht auf diese Ebene rutschen müssen, wo wir nach Gesetz gucken, wie wir Probleme lösen. Lass uns nicht da rausgehen. Ich habe schon so oft Gemeinden gesehen, die durch Manipulation von irgendwelchen Leuten kaputt gemacht wurden. Lass uns nicht zu, dass hier auch nur ein Gramm Manipulation in der Gemeinde herrscht. Lass uns gar nicht rein, sondern bleiben in der Liebe Gottes, in der Freude Gottes, dass wir gar keine Notlösungen brauchen hier. Und da wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde nicht in so eine Pfütze reinmarschieren, Problem über Problem, sondern dass wir immer in Christus bleiben. Christus hat uns doch erlöst, alle zusammen. Und da wünsche ich mir, dass wir hinter den Kulissen eins sind in Christus. Das ist mein Wunsch. Also Punkt Nummer 1 war Fürbitte. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Fürbitte tut. Punkt Nummer 2, wo Männer und Frauen ihre Stellung einnehmen. Nämlich, was machen Männer und Frauen? Sie beten mit heiligen Händen, ohne Zorn und Zweifel. Und Punkt Nummer 2, Frauen, die sich nach Gottes Maßstäben schmücken. Mit Sachen, die wirklich schön sind, nämlich Gottes Schmuck. Wo Frauen nicht über Männer herrschen, sondern wo eine Einheit in der Gemeinde ist, die nur Christus bewirken kann. Das ist mein Wunsch. Können wir hier Amen haben dazu? Punkt Nummer 3, Ermahnung gegen gesetzliche Lehren. Ermahnung gegen gesetzliche Lehren, bitte weiterklicken. Genau, wunderbar. Ermahnung gegen gesetzliche Lehren und weiter. 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 5. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem Gewissen oder eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Achtung, diese zwei Lehren musst du aufpassen. Wenn du irgendwo bist, wo verboten wird zu heiraten, aufpassen, das sind Lehren von Dämonen. Punkt Nummer 2, wo geboten wird, bestimmte Sachen nicht essen zu dürfen, achte bitte drauf. Nicht das Problem im Essen ist dahinter, sondern die Lehre dahinter ist das Problem. Ja? Sehr, sehr darauf achten. Die Gott geschaffen hat zur Annahme und Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nicht verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Nochmal zurück zum Vers 1. In diesen 5 Versen sind einige Schiffbrüche von Gemeinden, die ich persönlich kenne. In diesen Versen hier gibt es einige Leute, die heute vom Glauben abgefallen sind, von Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe.
weil sie das nicht beachtet haben. Gemeinde hinter den Kulissen. Was ist wirklich wichtig? Paulus sagt hier, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, das ist also 2000 Jahre später, von dem, wo es geschrieben wurde, also heute ist doch diese spätere Zeit, manche vom Glauben abfallen werden. Wie? Indem sie betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten und durch Heuchelei von Lügenrednern. Ich weiß nicht, wie viele Leute abgefallen sind, weil sie die ganzen Corona-Müll-Ideologien im Internet verfolgen. Ich weiß, wie viele Leute abgefallen sind, weil sie dauernd denken, ich bin jetzt aber etwas Besseres wie du. Und plötzlich in einer anderen Gruppe zugeordnet werden und denken, ich bin besser als du. Und merken gar nicht, wie sie rausgeschossen werden. Vor allem über YouTube. Bitte achte darauf, auf wen du draufklickst. Vor allem in den sozialen Medien. Achte bitte drauf, in welche Medien du reinkommst. Zu welchen Telegram-Gruppen du reinkommst. Manche Menschen springen aus der Ortsgemeinde raus und springen in die Telegram-Gemeinde rein. Mach bitte diesen Fehler nicht. Es ist geschrieben, dass genau das geschehen wird. Wie wird denn das kommen? Das wird doch kein Guru sein, der irgendwie leuchtet und strahlt und dich irgendwie verblendet und irgendwas sagt. Nein, das geht über dein Handy. Das wird direkt, wo du denkst, das stimmt ganz genau, jawohl. Dahinter stecken aber betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Und Leute, die mit Lügenreden reinkommen, hochgradig intelligent, haben irgendwelches Fachwissen, bringen dir irgendwas bei und das Problem ist, dass du dann denkst, aber mein Pastor ist schlecht, meine Gemeinde ist schlecht, meine Familie ist schlecht und ich gehe jetzt mal raus. Merken gar nicht, wie sie abgeschossen wurden. Ich war dieses Jahr in Paraguay und wir haben da gepredigt in verschiedenen Gemeinden und so. Und da gibt es ganz viele Deutsche. Also ganz viele, ich habe da so viele Gruppen kennengelernt. Also verschiedene Gruppen, die ganzen Auswandergruppen. Es gibt so viele Auswandergruppen dort, die weggegangen sind, weil sie denken, hier geht alles den Bach runter. Weg erstmal, bumm. Dann gibt es die ganzen neue Bundgruppen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ganze Gruppen rübergegangen. Dann gibt es die ganzen Corona-Gruppen, die alle gegangen sind wegen Corona. Dann gibt es die ganzen so Amish-Leute, so ganz gesetzliche, alle gegangen, weil es hier zu wild ist. Ja. Und dann haben wir so viele Gruppen da gesehen und ich habe das genau gesehen, hinter jeder Gruppe steckt eine Lehre. Sonst geht es ja gar nicht. Das muss eine feste Lehre sein, sonst verkaufst du nicht dein Haus und gehst irgendwo weg. Ja? So, und dann gibt es die nächste Gruppe, da sind wir so rumgefahren und haben sie uns gezeigt, ja, da hinten, da sind die Gruppe und die Gruppe und die Gruppe und dann habe ich erstmal gelernt, was für Ideologien dahinter stecken. Richtig krass. Und dann sagen die zu uns, ja, da hinten gibt es auch noch so eine Gruppe, auch von euch Deutschen. Sag ich, hä, welche? Ist so eine Bürgergruppe. Sag ich, Bürgergruppe? Ja, ja, die sind ganz nett. Bürgergruppe. Ich sag, was für eine Bürgergruppe? Sagen sie, Reichsbürger. Die gibt's ja auch. Okay. Ja, die sind nicht so nett in Deutschland. Und da habe ich also alle Gruppen gefunden, die sozusagen, die da irgendwo sind. Und was ich damit erklären will, liebe Leute, bitte mach nicht den Fehler, dass du auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achtest. Bitte achte darauf, dass du nicht Lügenreden und Heuchelei darauf achtest. Sonst denkst du, du bist richtig, machst aber den größten Fehler, indem du den Splitter im Auge deines Bruders siehst und deinen eigenen Balken nicht. Und dann guck ich auf diese Leute drauf und sage, ja, sie haben recht in einem Punkt, aber die anderen 99 nicht. Und sie machen den größten Fehler, indem dass sie rausspringen aus dem, was Gott geboren hat. Und das ist die Gemeinde. Bitte mach den Fehler nicht. Bitte. Und ich will es als Pastor sagen, als ein Mann, der gesehen hat, wie schon Leute abgefallen sind vom Glauben. Bitte, 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 mach diesen Fehler nicht. Wie können wir auf diese gesetzlichen Lehren achten? Indem, dass du zur Bibelschule gehst. Ja, wir haben so viele Anmeldungen dieses Jahr wie noch nie, gell? Wie viel haben wir dieses Jahr?
90 für Modul 1. Ja? Vor allem von den ganzen Online-Zuschauern. Und wir laden euch ein, wieder dabei zu sein. Melde dich an, geh unter das Wort Gottes. Geh dahin, wo das Wort gepredigt wird, wie es steht. Wisst ihr, ich hätte auch die Sachen einfach weglassen können mit Frauen unter Orden und so weiter. Einfach eigene Predigt machen. Aber es ist doch im Wort drin. Wir müssen das Wort anschauen und das Wort kapieren. Und nicht das Wort anpassen für unsere Bedürfnisse, sondern unser Kopf anpassen für Gottes Wort. Amen, das ist das Wichtige. Lasst uns nicht angepasst der Welt sein, sondern lasst unser Leben angepasst dem Wort Gottes leben. Hier ist die Kraft drin. Da ist der Schutz, wenn wir unsere eigenen Dinge ablegen und das machen, was Gott will. Ja. Punkt Nummer 4, Ermahnung für die junge Generation. So, wer von euch ist unter 30 Jahre alt? Unter 30, oder? Wer von euch ist unter 40? Und unter 40? Okay, also für die, die jetzt gerade die Hände gehoben haben, habe ich ein Wort vom Herrn für dich. Ermahnung für die junge Generation. Eine Gemeinde hat auch bestimmte Regeln für Jugendliche und das wollen wir mal zusammen anschauen. Ermahnung für die junge Generation. Wenn du dich jung fühlst, darfst du jetzt auch zuhören. Wer von euch fühlt sich jung? Halleluja, preis den Herrn. Also für die, die jung sind und für die, die sich jung fühlen, habe ich jetzt folgendes Wort, nämlich 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 12 bis 16. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Alle Jugendliche, Amen. Es gibt niemand, der ein Recht hat, auf dich herabzusehen, nur weil du jung bist. Das sagt das Wort, bitte halte das. Timotheus war jung und wurde abgelehnt und Paulus, ein Apostel des Glaubens, sagt, niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen. Niemand. Ja? Ganz wichtig, bitte versteh das. Keiner hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du jung bist. Allerdings musst du für die Gläubigen ein Vorbild sein. In dem, was du sagst und tust, in der Liebe, im Glauben und in deinem aufrichtigen Lebenswandel. Solange ich nicht wieder bei euch bin, lies in der Gemeinde weiterhin aus der Heiligen Schrift vor, ermutige die Christen und unterweise sie im Glauben. Genau das mache ich jetzt gerade. Ersetze die Gabe ein, die Gott dir schenkte. Er hat dich ja durch eine Prophetie für diese Aufgabe bestimmt und die Leiter der Gemeinde haben dir die Hände aufgelegt und dich gesegnet. Kümmere dich auch in Zukunft um die Dinge, die dir aufgetragen sind und lass dich nicht ablenken, denn dann wird jeder erkennen, wie du Fortschritte machst. Achte, jetzt geht es weiter, Vers 16. Achte auf dich selbst und sieh zu, dass du die Lehre von Jesus Christus rein und unverfälscht weitergibst. Nichts soll dich davon abbringen, dann wirst du selbst gerettet und alle, die auf dich hören. Amen. Was sagt das Wort hier? Niemand schauft dich herab, wenn du jung bist, aber im Vers 12, sei ein Vorbild in der Liebe, im Glauben und im aufrichtigen Lebenswandel. Es ist ganz wichtig, dass wir Vorbilder sind. Wenn wir keine Vorbilder sind da drin, sei ein Vorbild für die 60-Jährigen. Sei ein Vorbild für die 70-Jährigen. Sei ein Vorbild in deinem Glauben, in deiner Liebe und in deinem Lebenswandel. Und ermutige die anderen auch, da reinzugehen. Und ganz wichtig, setze Vers 14 die Gabe ein, die Gott dir geschenkt hat. Sei bereit zu dienen, da wo du bist. Und hier Vers 16, was wir sehen, achte auf dich selbst. Und dass du die Lehre weitergibst. Und jetzt gibt es hier Anweisungen, wie wir mit älteren Leuten und jüngeren Leuten umgehen sollen in der Gemeinde. Also was läuft Gemeinde hinter der Kulisse, was läuft da wirklich ab? 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 1 bis 2. Einen älteren Mann fahre nicht hart an. Okay, ich tue erstmal noch zu Ende lesen. Also einen älteren Mann fahre nicht hart an, wenn du ihn ermahnen musst, sondern rede mit ihm wie mit einem Vater. Die jungen Männer behandle als deine Brüder, sei zu den älteren Frauen wie zu deiner Mutter und zu den jüngeren wie zu deiner Schwester. Aufrichtig und zurückhaltend. Können wir hier Amen hören? Wenn du mit älteren Leuten redest, ist egal wie alt du selber bist, sprich mit älteren Männern wie mit einem Vater. Fahre die Älteren nicht an. Schrei sie nicht an. Pump sie nicht an.
neutestamentliche Gemeinde ist eine Gemeinde, wo ältere Leute wie Väter und Mütter ansprechen. Neutestamentliche Gemeinde, hier steht drin, die jüngeren Männer behandle wie deine Brüder. Liebevoll. Ja, was heißt wie Brüder? Aufrichtig und zurückhaltend. Die älteren Frauen wie deine Mutter und die jüngeren Schwestern und die jüngeren wie deine Schwester. Lass uns wieder eine neutestamentliche Gemeinde sein, die mit ihren Worten, mit ihren Art, wie wir aufeinander zugehen, mit der Art und Weise, wie wir reden, einander Ehre erweisen. Auch wenn draußen dein Parkplatz weggenommen wurde. Auch wenn jetzt gerade jemand auf deinem Platz sitzt, den eigentlich du haben wolltest. Trotzdem wollen wir einander in Ehre begegnen. Amen. So, dann der nächste Punkt. Unser Arbeitsverhältnis. Neutestamentliche Gemeinde hat was zu tun mit deiner Arbeit. Vielleicht denkst du, nur im Gottesdienst hat irgendwie Gemeinde was zu sagen. Nein, Gemeinde bist du und ich. Mit unserem ganzen Leben, jeden Tag von Montag bis Sonntag. Das ist die Gemeinde. Wir alle, wo wir sind. Nur jetzt sind wir halt gerade hier zusammen an einem Ort, Haufen zusammen, manche online, manche in Präsenz. Und deswegen ist deine Arbeit sehr wichtig, wie du in deiner Arbeit umgehst. Die meiste Zeit bist du im Geschäft, nicht im Gottesdienst. Ja, deswegen ist es wichtig, wie du auch da bist. Und es gibt Anweisungen, wie wir in unserem Arbeitsverhältnis reagieren sollen. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 1 bis 2. Alle, die Sklaven unter dem Joch sind. Ich muss es mal erklären. Das kann man sagen, also das Elberfelder Übersetzung. Auf Deutsch heißt es, für alle Arbeitnehmer, die unter einem Arbeitsvertrag sind. Verständlicher? Richtig dramatisch hier erklärt. Sklaven unter dem Joch. Vor 20 Jahren ungefähr habe ich eine ganz, ganz herausfordernde Predigt gehört von Michael Winkler. Wer von euch kennt Michael Winkler? Michael Winkler? Okay, 5 Leute ungefähr. Genau. Der hat gesagt, wir sind nicht geschaffen, Arbeitnehmer zu sein. Das hat mich total herausgefordert. Und das war ein Same wurde hineingelegt in mein Herzen. Ich will nicht für mich meine Zeit frei wählen, sondern für Gott seine Zeit frei wählen. Und habe mich entschieden jetzt, diese Same hat bestimmt 15, 16 Jahre, war in meinem Herzen drin, ging auf und es kam ein Wunsch der Selbstständigkeit hoch. Jetzt bin ich seit 4 Jahren selbstständig und konnte, so wie heute gesagt, durch die Selbstständigkeit habe ich viel mehr Finanzen freigesetzt, viel mehr Zeit freigesetzt und konnte dieses Jahr nebenbei in 10 Nationen noch dienen. Nebenbei, dass ich selbstständig bin. Weil der Same des Wortes in mein Herz reinkam. Heute wird ein Same in dein Herz hineingelegt, der, wenn er mit Glauben verbunden wird, Frucht bringt. Wenn er nicht mit Glauben verbunden wird, wegfällt. Bitte empfange das Wort und verbinde es mit deinem Glauben. In meinem Leben hat es Frucht gebracht und ich habe das beste Leben, aus meiner Sicht. Ich finde es cool. So, und Jesus, die Bibel sagt hier, für alle Sklaven unter dem Joch, also für alle Arbeitnehmer, die unter dem Arbeitsverhältnis stehen, sollen ihre eigenen Herren alle Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Die aber, die gläubigen Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind und sich des Wohltuns befleißigen. Dies lehre und ermahne. Die Bibel sagt also, wir sollen bewusst was erklären hier in der Gemeinde, nämlich wie sollen wir miteinander umgehen, auch im Geschäft. Für alle Arbeitnehmer hier im Raum, es gibt auch Anweisungen für Arbeitgeber, gibt es auch in der Bibel, aber für alle Arbeitnehmer hier im Raum, bitte achte darauf, dass du mit deinem Chef in aller Ehre gibst und ihn würdig behandelst. Noch mehr, wenn du einen gläubigen Arbeitgeber hast. Noch mehr. Warum? Weil die Leute schauen dich an und die wissen, dass du wiedergeboren bist. Sie beobachten dich mehr als die anderen. Die wissen, was du machst. Die geistliche Welt weiß es sowieso.
Bitte achte darauf, auf deinen Lebenswandel, auch im Geschäft. So, sechster Punkt, Streitsucht, Geldliebe und Glaubenskampf. 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 12, da steht drin, haben wir auch beim Finanzseminar zusammen durchgemacht. Wenn jemand anders lehrt und sich zuwendet und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, denen ihre Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts herausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und sich von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Amen. Hier sagt die Bibel ganz direkt, achte bitte darauf. Es gibt Leute, die wollen nur Wortstreit, Wortgezänk. Die wollen mal rumdiskutieren. Hier, ich will es mal deutlich sagen, hier ist kein Ort zum Rumdiskutieren. Es geht nicht um deine Meinung, es geht auch nicht um meine Meinung. Hier ist das Königreich Gottes und im Königreich gibt es genau eine Meinung, die was zu sagen hat und das ist die Meinung vom König Jesus. Was Jesus sagt, hat das Recht und was Jesus sagt, ist richtig, doch nicht, was du in deinem Kopf denkst und auch nicht, was ich in meinem Kopf denke. Wichtig ist, was Jesus sagt. Und das ist das Entscheidende. Lasst uns aufhören, miteinander rumzudiskutieren und irgendwas rumzumachen. Das bringt doch gar nichts. Lasst uns mal schauen, leg doch deine eigenen Sachen ab, leg den Stolz ab und sag, Jesus, was sagst du denn zu meiner Situation? Und glaub mir, er sagt dir was zu deiner Situation. Und er will das machen, er will dir was sagen. Amen. Letzter Punkt ist die Anweisung für Reiche. Wir haben beim Finanzseminar festgestellt, dass wir zu den Reichen gehören. Es gibt da so eine Statistik und da haben wir festgestellt, wir gehören zu den Reichen. Da steht in 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19, den Reichen in der gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein, in guten Werken freigebig zu sein, mitteilsam. Liebe Männer, gleich 19, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln und das wirkliche Leben zu ergreifen. Wow. Hier steht drin, zu den Reichen, bitte sei nicht hochmütig, tu doch keine Hoffnung setzen auf sowas Kleines wie sowas Ungewisses wie den Reichtum, sondern tu deine Hoffnung auf Gott setzen. Und dann, was sollen wir tun? Gutes tun, Vers 18, reich in guten Werken, freigebig sein und mitteilsam. Liebe Männer, bitte seid mitteilsam zu euren Ehefrauen. Sie brauchen das. Teile dich bitte mit. Wir haben jetzt gerade Gäste bei uns. Also aus Kanada, meine Schwester aus Kanada ist da. Und die waren unten, also wir haben drei Stockwerke und dann unten war ein Stockwerk. Da ist mein Vater immer und ist dann in seinem Raum halt. Da konnte er nicht hin wegen den Gästen, da war er halt in der Küche. Ich komme nach Hause von meiner Auszeit, ich war eine Woche auf einer Auszeit. Meine Mutter ist in der Küche und mein Vater läuft halt rum, weiß nicht, was er machen soll. Und sein Raum ist ja belegt. Und sage ich, Papa, jetzt kannst du mal mit deiner Ehefrau reden. Setz dich mal auf den Stuhl neben ihr
und rede mal mit ihr. Jetzt noch wie viele Jahre seid ihr jetzt verheiratet? 53. Früher hattet ihr keine Zeit, weil ihr dauernd Kinder hattet. Jetzt habt ihr Zeit, jetzt könnt ihr miteinander reden. Meine Mutter hat dann das Notebook weggetan, so. Sag ich, Mama, jetzt kannst du mal mit deinem Ehemann reden. Ja? Und dann haben sie angefangen zu reden, wussten nicht, was sie reden sollen. Habe ich gesagt, wie war das vor 50 Jahren, als ihr geheiratet habt? Und beide haben angefangen zu lachen und haben angefangen zu reden. Dann bin ich aus dem Raum gegangen und dann haben sie miteinander. Genau. Wir müssen das in jedem Alter lernen, in jeder Situation lernen. Aber die Bibel sagt, bitte sei mitteilsam. Bitte teile dich mit. Ich kenne ein Ehepaar, die sind geschieden nach, weiß nicht, 10 Jahren ungefähr. Und mit großen Schmerzen kommt die Frau zu mir und sagt, Daniel, mein Mann hat mir nie irgendwas erzählt von seinem Geschäft. 10 Jahre lang nicht. Er kam nach Hause, hat kein Wort über sein Geschäft erzählt. Bitte mach das nicht. Erzähl doch irgendwelche coolen Geschichten, die du erlebt hast im Geschäft. Erzähl doch einfach, welche Gespräche du hattest. Komm nach Hause und sei mitteilsam. Es ist was Wichtiges. Mach das. Lass uns eine Gemeinde sein, die reich an guten Werken, freigebig und mitteilsam. Wie funktioniert das? Hinsetzen, sagen, komm, wir reden. Ja, gut gesagt, alles klar, gut. So, bevor wir zu Lobpreis gehen, wollen wir noch eine Stelle anschauen in Hebräer 13. Hebräer 13, Vers 1 bis 6, da steht drin, die Bruderliebe bleibe, Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Stark, oder? Also es kann sein, nochmal zurück, es kann sein, dass bei dir Engel da waren, zu Hause. Die kommen nicht so schön, so glänzend mit einem schönen, ja, mit Flügeln und so. Nein, nein, die kommen ganz normal wie ein Mensch reinmarschiert, essen dein Essen und schlafen in dein Bett. So, es kann sein, dass du Engel beherbergst. Voll gut. Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene derer, die geplagt werden als solche, die auch selbst im Leib sind. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Lass uns eine Gemeinde sein, dessen Ehebetten unbefleckt sind. Ich sage es noch einmal und dann bitte ein stärkeres Amen. Lass uns eine Gemeinde sein, dessen Ehebetten unbefleckt sind. Amen. Und unbefleckt bleiben. Amen. Gut, wunderbar. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass du zuversichtlich sagen kannst, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll ein Mensch mir tun? Jetzt kommt Vers 7. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Die Bibel sagt also, denkt an die Leiter. Wer von euch kennt noch den Leiter, der geistliche Papa von meinem Papa ist der Edmund Kontschak. Edmund Kontschak ist ein Führer. Mein Vater ist auch ein Führer. Das Wort ist nicht toll besetzt in Deutschland, aber es ist das, was die Bibel halt sagt. Genau. Gedenkt den Führern und das Wort Gottes, das zu euch geredet haben. Schaut ihren Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Du hast noch die Chance, ihn auszufragen. Fragt die älteren Leiter aus, die ihren Lauf vollendet haben. Lasst und ahmt ihren Glauben nach. Fragt solche Fragen, hey, wie schafft man das, bis 73 so stark zu sein? Wie schafft man es, den Glauben festzuhalten? Und dann sagen sie dir schon die Geheimnisse. Sagen sie dir, ja. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Hier ist genau das Gleiche wieder, Vers 9, ja. Vers 9. Und lass dich nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. So viele Lehren jetzt durch YouTube und die sozialen Medien, wo Menschen fortreißen einfach. Bitte lass das nicht zu. Denn es ist nicht gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird und nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Jetzt der letzte Abschnitt hier. Durch ihn
Nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das machen wir gleich. Wir werden gleich Gott ein Opfer des Lobes geben. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also wir preisen Gott. Das Wohltun und, Achtung, Männer, mitteilen, aber vergesst nicht. Noch einmal, das Wohltun und mitteilen, aber vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Achtung, Vers 17 ist was ganz wichtig, hat Gott gesagt, das soll ich euch lehren und mit dem wollen wir enden heute. Gehorcht und fügt euch euren Führern. Das ist überhaupt nicht unser Fleisch, was das will. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Hier steht drin, bitte gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seele als solche, die Rechenschaft geben, dass sie mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn es wäre nicht nützlich für euch. Wisst ihr, wir haben hier, unsere Gemeinde wächst und wächst und wächst und wir müssen immer mehr Probleme lösen. Und als Pastoren sitzen wir immer wieder zusammen und gestern wieder, ja, viele Stunden. Nächster Punkt, genau, und das alles gut. Und da müssen wir ein Problem, also das sind ja keine Freudenthemen, die wir besprechen müssen, ja, sondern wir müssen irgendwelche Probleme lösen. Und dann haben wir irgendwelche Probleme. So, und dann kommen manche Namen hoch und wenn die hochkommen, sagen wir, wow, jawohl, Halleluja, preist den Herrn. Und dann gibt es manche Namen, wenn die hochkommen, dann alle, oh, da kommt ein Seufzen hoch. Und wir versuchen irgendwie zu entscheiden zwischen schlimm oder sehr schlimm. So können wir nur entscheiden. Wir können nicht entscheiden, gut oder schlecht, ja? Nur schlimm oder sehr schlimm. Und wir versuchen das irgendwie zu lösen. Und meistens hängt es immer daran, weil Menschen ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen. Und nicht, weil sie bereit sind, sich zu demütigen unter der Hand Gottes. Und hier steht drin, dass wir Leiter eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen werden für die Leute in der Gemeinde. Steht hier drin. Gott wird uns fragen, du, was hast du mit Peter Müller gemacht? Was hast du mit der Susanne gemacht? Was hast du mit der Petra gemacht? Und wenn wir diese Frage gestellt werden, Pastorensitzung im Himmel, nächster Punkt. Ja. Und wenn diese Frage gefragt wird, und dein Name wird erwähnt und wir werden gefragt, dann hoffentlich kommt ein Freudengefühl hoch. Juhu, ja, yeah, das war richtig gut. Wir haben mit ihm geredet und er hat alles getan, was du wolltest, Gott. Preis den Herrn. Wenn dein Name aber im Himmel erwähnt wird und wir müssen Rechenschaft ablegen für dich und Gott fragt uns, du, was war mit der Person? Und wir alle fünf Pastoren, Gott, wir haben echt alles versucht. Wir haben WhatsApps geschrieben, wir haben geredet, wir haben versucht, dass andere Leute mit denen reden, wir haben Gespräche geführt. Aber Gott, nichts hat geholfen. Seufzen. Was sagt das Wort Gott? Denn dies wäre nicht nützlich für euch. Ich lade dich ein, dass dein Leben eine Ewigkeitswirkung haben wird und im Himmel eines Tages du eine Krone bekommst, weil du deinen Lauf vollendet hast. Amen. Wie kannst du das schaffen? Geh mal zu deinem Leiter und frag ihn mal, wie kann ich dein Seufzen minimieren? Glaub mir, es würde sehr helfen. Nicht uns auch, aber auch dir auch. Aber es würde eine Ewigkeitswirkung haben. Wenn der nicht kapiert, was du meinst, sag ihm, les mal Hebräer 13, Vers 17. Wie kann ich dein Seufzen minimieren? Und ich habe das so offen Herzen gehabt, weil ich verstanden habe, wisst ihr, eines Tages ist unser Leben zu Ende auf dieser Erde. Das könnte morgen zu Ende sein. Das könnte zu Ende sein, morgen. Letzter Gottesdienst, ja. Es könnte sein, heute Nacht, alle ab in den Himmel. Und dann wird diese Rechenschaft gegeben werden. Und Gott hat mir gesagt, bitte, bitte, erkläre den Menschen auf dieser Erde, erkläre meinem Volk, dass wenn ihre Leiter mit Seufzen mir Rechenschaft abgeben, wird es ihnen nicht nützlich sein.
Hiermit sage ich euch, achtet bitte auf dein Leben. Ich habe euch die Punkte gesagt, auf die es ankommt, was die Bibel sagt. Seid Menschen der Fürbitte. Dein Verhalten als Mann und Frau ist wichtig. Achte auf die gesetzlichen Lehre. Achte darauf, wie du mit Älteren und Jüngeren umgehst. Achte auf dein Arbeitsverhältnis. Nicht in Streitsucht, nicht mit Geldliebe, sondern guten Glaubenskampf. Achte darauf, wie du mit deinem Geld umgehst. Sei gastfreundlich, voller Bruderliebe. Achte darauf und unterordne dich auch den Leitern. Sonst werden sie mit Seufzen eines Tages vor Gott stehen. Das wäre nicht nützlich für dich. Ich glaube, dass Gott in dein Leben gesprochen hat. Und dass jetzt ein Moment ist, wo wir eine himmlische Operation machen werden, indem dass wir beten und sagen, Gott, schneide das Zeug aus meinem Herzen jetzt raus. Ich opfere es jetzt vor deinen Thron. Ich gebe es dir jetzt vor deinen Thron, Jesus, und ich schmeiße es jetzt hinein. Wir überziehen zwar, aber ist es okay für euch, dass wir noch eine prophetische Handlung zusammen machen? Ja? Wir wollen mal die Pastoren nach vorne rufen. Nur die Pastoren, das sind mal zu viele. Und nach Hebräer 13, Vers 17 wollen wir das jetzt machen. Wir wollen ein normales Lied singen. Ja, kein Tanzlied, ja, sondern normal, ja. Genau. Und ihr lauft nach vorne, einfach Pastor nach vorne, ja. Und wir brauchen wieder eine Kiste oder irgendwas. Kannst du irgendwas suchen? Ja? Kiste oder irgendwas. Irgendwas, eine Schachtel, irgendwas. Ja, das schaffst du. So lange erklärst. Irgendwas, ja. Da hinten, glaube ich, irgendwo finden wir was. Oder Müllheim ist auch gut, ja. Genau. Und ich lade dich ein, dass du jetzt eine Entscheidung triffst. Sag Gott, du hast in mein Leben gesprochen heute und ich entscheide mich. Meine schlechten Dinge. Das ist gut, ja. Mhm. Wunderbar, perfekt. Das ist gut, ja. Opferkorb ist nicht so prophetisch gut. Ja, das ist besser. Ja. Genau, wunderbar, sehr gut. Und ich lade dich ein, dass du kommst und sagst, ich nehme jetzt das, was Gott mir gezeigt hat und ich schmeiße es jetzt. Ich raus aus meinem Herzen, ich schmeiße es prophetisch in diese Kiste rein. Oh. Ja? Ich schmeiße es jetzt rein, in diese Kiste rein. Und ich werde es nie wieder zurückholen. Nie wieder. Ich werde es hier lassen, heute, am heutigen Tag. Einverstanden? Und danach werden wir euch die Hände auflegen. Ganz kurz, ihr läuft einfach durch und wir legen euch dann die Hände auf. Ja? Manfred, kannst du kommen und die Kiste festheben? Weil du bist eine Pastorin und du wirst dann hier Hände auflegen, ja? Genau, hier Manfred, hier vorne. Und ihr kommt einfach dann von der Seite hier. Genau, so hebst du die Kiste, ja? Sehr gut, ja. Und dann kommst du und dann sagst du einfach, ich nehme jetzt diese Sachen und ich schmeiße sie jetzt in Jesu Namen hier hin. Und in Jesu Namen wird das ab heute ein Ende haben. Meinen eigenen Streitsucht, meinen eigenen Stolz, meine eigenen Dinge. Ich lege sie heute ab und ich bin bereit, Gott, dass du mich veränderst. Und du legst alles jetzt ab, was dich heute berührt hat. Und sagst, ich lasse das hier und ich werde es nie wieder nach Hause nehmen. Und dann kommst du und dann werden wir eine Hand auflegen, kurz, ja? Ganz kurz, ihr lauft weiter und du sagst, danke Gott, dass wenn die gefragt werden, wird kein Seufzen zustande kommen, ja? Und dann entscheidest, sehr gut, ja, jetzt war gut. Und entscheidest dich und ich werde nach Hause gehen in meine himmlische Heimat mit einem Siegeskranz und ihr werdet meinen Lauf vollendet haben. Amen. Seid ihr bereit dafür? Ja? Könnt ihr anfangen, die Ersten hierher zu kommen und wir machen Lobpreis.